Tetretä, Nostalgie-Version Gothic 1.2. Ja, ich habe jetzt hier ein Update draufgezogen, und zwar die 1.2. Und ich darf mal verraten, so einige Punkte. In Xardas Turm sind einige zusätzliche Items zu finden. Es gibt nun Eiswolfsfell, einige neue Gegenstände sind vorhanden und der Wachturm im Piratenlager wird jetzt auch genutzt und ist begehbar. Und außerdem sind noch ein paar Waschzuber hinzugefügt worden aus Gothic 1. Mal gucken, ob da irgendwelche hübschen Mädchen drin liegen, wenn wir auf einen Waschzuber treffen sollten. Ja, und das Panther. Und Panther ist ein neues Monster, der im Spiel integriert ist. Der hieß früher Puma. Also, bin schon mal drauf eingegangen. In der 6. Folge standen wir ja vor Hannah und die werden wir aber gleich fragen. Ich möchte doch ganz gerne wissen, in der neuen Version, was jetzt Neues in Xardas Turm zu finden ist. Und das ist jetzt hier die falsche Seite. Ja, jetzt ist mir was umgefallen auf dem Tisch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann werde ich mal kurz skippen und dann gucken wir uns mal in Xardas Turm um, was es da genau Neues gibt. Bis dann. So. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das hier ein neues Item ist. Hier, und zwar die Spruchrolle leichte Wunden heilen. Jo. Gucken wir mal nach. Ach, hier, die Bank. Gab's die schon? Gab's bestimmt schon. Okay, weiter zu Xardas Turm. So, jetzt sind wir hier bei Cavalorn. Jetzt habe ich wieder so gesagt. Es ist immer, wenn ich eine Pause mache. Ist natürlich irgendwann mal nervig, wenn ich die ganze Zeit so sage. Ein typisches Unwort, finde ich, in Deutsch. Aber wir fragen auch mal Cavalorn, beziehungsweise müssen ihm noch sagen. Hey, du. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Na also, dann haben wir das schon erledigt. Gut, dass wir jetzt nochmal zu Xardas Turm zurück müssen. Dann schauen wir mal, ob es hier was Neues gibt. So, hier so Gegenstände oder irgendwelche Items. Irgendwelche Kräuterches. Ja, nee. Ich schätze mal im Turm unten. Da wo auch in der Elhiva-Version jede Menge Kräuter sind. So meine Vermutung. Wie schon gesagt, ich habe jetzt frisch die 1.2 hier drauf gezogen. Die muss man vorher deinstallieren. Das wird aber alles... Aha, Laborwasserflasche. Das hatte ich ja. Oh, Fackel. Okay. Das hatte ich ja... das ist übrigens die 1.2-Version. Dieses Patch ist richtig gut gemacht. Da wird vorher gefragt, ob es deinstalliert werden soll. Und das sollte man auch vorher machen. Das macht das aber automatisch. Und dann kann man die 1.2 drüber installieren. Das macht aber auch dieses Patch völlig automatisch. Ja, toll. Bin hier völlig eingeklemmt. Ja, ich will ja gucken, ob es hier was Neues gibt, Mensch. Mensch, ja. Und das ist ja unser Kessel, an dem wir unsere Statur ändern können. Ach ja, da gibt es auch was Neues. Und zwar können wir bei Eintopf, eingebratenes Fleisch, ein Wasser. Ach ja, ich habe da so ein Rezept. Ach, was soll's. Mache ich lieber nicht. Es gibt einen Spiegel zu kaufen. Und zwar bei einem gewissen Händler. Den Namen verrate ich nicht. Oh, hier sind tatsächlich keine neuen Sachen drin. Den Namen verrate ich nicht. Sollt ihr selber herausfinden. Und wenn man diesen Spiegel im Inventar hat, kann man dann noch nachträglich seine Körperstatur ändern. Okay, jetzt gehen wir weiter hoch. Schauen wir mal. Sim. So, hier ist hier noch. Ja, hier geht es ganz hoch. So, in Xardas Turm sind noch einige Sachen zu finden. Ja, unten bis auf die Laborwasserflasche und die Fackeln. Nee, ja. Irgendwie hier noch? Nee, auch nicht. Die Schränke sollte man auch. Irgendwelche Schränke sollte man auch noch eröffnen können. Öffnen können. Aber ich glaube hier nicht. Das werden wir dann irgendwie im Laufe des Spiels wissen. In der Elhiva-Version gibt es hier übrigens einen Schalter, damit hier die Geschichte hier aufgeht. Also das Gitter hier. Und ich guck mal, ob ich einen Fleischwanzenspruch habe. Habe ich natürlich nicht. Könnte ich den bei Xardas eventuell erwerben? Hey!
Ah, okay. Dann können wir auf jeden Fall erstmal das mit der Stadt abklären. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig, aber es bringt dich auch zum Ziel. Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Naja, wie geht's jetzt weiter? Gut, okay, kennen wir. Jetzt wollen wir mal gucken. Lass uns handeln. Hat er irgendwelche lustig Sprüche? Er hat keinen Fleischpflanzenzauber, so wie das aussieht, oder? Mit der Reihe nach durchgehen. Feuerpfeil, Feuerregen, kleiner Feuersturm, Untot, finde ich ein Eiswelle, Feuerball, kennen wir. Skelett erschaffen, Steingolem erwecken. Schlaf, Monster schrumpfen, Blitzschlag, Licht, Wolf rufen, Unwetter, Windfaust und kleiner Blitz. Nee. Ach, Menno. Hätte ich doch bei Zubis kaufen sollen, was? Okay, die haben wir, glaube ich, alle, oder? Ja, ich glaube, die haben wir auch. Ja, wo gibt's denn hier neue Items, bitte? Unten waren welche. Dann gehen wir mal ganz hoch. Vielleicht finden wir ganz oben noch was. Schauen wir mal. Hier nix. Hier nix. Belia-Statue. Los nicht. Gucken. Vielleicht ist ja hier was geändert worden. Ja, die Truhe hatte ich ja durch den Schlüssel schon geöffnet gehabt. In der allerersten Folge. Ich kletter mal auf den Tisch. Guck mal auf die Schränke. Vielleicht gibt es da was. Nein. Bin jetzt enttäuscht. Ich dachte, es gibt mehr Items. Ist hier irgendwas versteckt in den Regalen? Nein. Computer sagt nein. Sowas Doofes jetzt aber auch. Okay. Dann haben wir Pech gehabt. Okay. Dann gehen wir wieder runter und wieder in die Stadt hinein. Und das sehen wir uns gleich an. So, ich befinde mich hier bei der Innerstatue, beim Bauer da hinten. Und ich bin ja immer den Weg gegangen über den Bauernhof, über die Felder. Und jetzt möchte ich ganz gerne weitergehen, und zwar hier. Und zwar diesen Weg bin ich noch nicht gegangen. Wolf. Junger Wolf. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir den kriegen. Ja, müssen wir eigentlich hinkriegen. Da wird jetzt ein bisschen was geskillt. So, komm her. Wo bist du denn? Seh dich nicht. Sind es Zweier? Nein, es sind Zweier, so ein Mist. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich wollte doch nur einen haben. Ach, Herdenverhalten, was? Ja, okay. Vielleicht kann ich ja mit dem Fallenbogen ein bisschen anteasen. Nee, wird wohl nicht funktionieren. So ein Scheiß. Ich treffe hier nichts. Oh, super klasse. Das wird, glaube ich, nichts werden. Oh, ein Geratter hier, ein Geflatter. Das wäre natürlich ein Zufall, würde ich das schaffen. Los, One-Hit bitte mal. Das wäre toll. Entweder One-Hit oder One-Bite vom jungen Wolf. Oh, ja, okay, das war knapp. Das war falsche Kiste, das war bescheuert. Ja, soll ich es nochmal versuchen? Mal gucken, wie viele Pfeilinger ich habe. 16 Pfeile, damit kann ich nichts ausrichten. Vielleicht habe ich noch ein paar lustige Feuerpfeil. Feuerball. Ja, dann werde ich es mit dem Feuerball als erstes mal ein bisschen anteasen. Und
habe ich auf Benef. So, mit dem Feuerball jetzt mal die jungen Wölfe mal angeteased. Hat ja auch gleich zu Anfang gemacht. Und ein junger Goblin. Einmal. Den hat schon gleich gerissen. Habt ihr gesehen? Versuche ich mal. Oh. Ja. Jung und unerfahren. Das sieht gut aus. Das könnte gehen. Ein bisschen so herumlaufen. Ah, habe ich ein bisschen was abgekriegt. Na wunderbar, klappt doch. Ach ja, Wolfsfälle muss ich auch noch abziehen lernen. So, hier ist der andere junge Wolf. Gibt Fleisch. Gibt Fleisch. So, ein junger Gobo. Da hinten ist er. Ich glaube, den könnte ich kriegen. Und zwar auch nur mit einem Nagelkeulchen. Na, wo bist du denn? Wo versteckst du dich? Ja, ich höre ihn doch. Also, hoch drauf. Ja. Ah, der war ja easy. Der war echt easy peasy. Silberner Ring. Ha. Das gibt bestimmt Jolz. Okay, schauen wir mal, was sich hier noch so versteckt. Okay, das ist der Abgrund. Ein Teil des Burggrabens. Hier sehe ich auf jeden Fall Feldknöterich. Feldknöterich natürlich. Ah, ich benenne die Sachen mit meinen eigenen Namen. Habe ich von ein paar Kollegen von ganz früher mal übernommen. Ja, dann gucken wir mal. Dann gehen wir wieder zu Hanna, würde ich sagen, ne? Hallo. Ah ja, hier ist die Abzweigung gewesen. Findet sich eigentlich was hier im Wagen? Nein. Hier war ja die Rolle. Die leichte Wundenheilengeschichte. Hat ein Wetter. Okay, das ist dieser Pirat. Traue ich mich nicht anzusprechen. Die sind mir dubios, die Piraten. Ich will auch noch nicht so viel in meinem Questlog haben. Ist verständlich. So. Das war. Willkommen zurück. Rupert. Ah ja, ihn da hinten. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, den müssen wir auch noch hier lustigerweise mal aus dem Weg schaffen. Aber Peter Meer, Bürger, Bürgerin. Wolfsfälle haben wir noch nicht. Regis. Kennen wir schon. Bürger, Torben. Ach, Moment mal. Torben. Okay. Ich habe mir ja den Segen geholt. Und, schauen wir mal. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ohne dich würde ich wahrscheinlich meinen Lebtag lang an Lema zahlen. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Das ist schon mal gut. Oh, das kostet gleich 10. Gut, also wie schon gesagt, wenn man die Segen holt, bei Vatras und beim Daron, also der Feuermagier da unten, dann kann man die Schlösser knacken lernen. So, ihn haben wir ja. Na, da müssen wir noch die Kräuter besorgen für den Konstantino. Ja. Das ist hier die lustige Kneipe. Ah, Karagon. So, wo war denn jetzt nochmal? Die Hanna, ja, ja, richtig. Ich war hier rum. Bartok. Ranga. Ulf. Alle nur am Saufen hier. Das ist aber nicht zu fassen. Okay. So, wieder zurück bei Hanna. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladine hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Oh, das ist ja nett. Warum bezahlen die Paladine das alles?
Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Stimmung! Freibier. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Nee, ist klar. Fragen wir noch mal ein bisschen. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Wo kann ich hier was kaufen? Ja, okay, das ist nichts Neues. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Ja, ja, das sagen sie alle. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Ja. Hafen ist das richtige Stichwort. Ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagen. Das ist, glaube ich, das richtige Stichwort, dass ich mich mal in den Hafen wage. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, wollte noch mal zeigen. Pablo. Hey, wie sieht's aus? Ja, okay. Ist klar, wie ist die Lage? Das hätte ich dir vorher sagen können. Bäume und Tiere. Ich suche nämlich noch einen ganz speziellen Heinz. Überkam eine tiefe Trauer. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Nein, Heinz heißt er nicht. Einen Händler suche ich. Wir können nur abwarten. Der müsste irgendwo hier sein. Da kannst du eh nichts dran ändern. Nicht? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Hubert? Hallo, Fremder! Aha. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? So aufregt. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu dem Paladin. Ich brauche Geld und bin auf so einer Arbeit. Was hast du anzubieten? Fragen wir erstmal, was er anzubieten hat. Was hast du anzubieten? Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch. Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Aha, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann das nicht glauben. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich habe hier auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Das war doch klar. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Erzähl dir doch nichts Neues. Ja, das habe ich doch schon durch. Wieso wiederholt sich das wieder? Das verstehe ich nicht. Jetzt sagt er bestimmt. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Kennen wir doch. Glaubst du wirklich daran? Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten. Du solltest versuchen, bei einem, seit ich bei Matteo... Weil den haben wir da schon gesehen. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Ja, okay, Bauernaufstand kennen wir auch. Das werden wir nur mal kurz... Erzähl mir mehr über den... Das muss man sich mal vor... Normal Arbeit. So. Dann das werde ich auch mal überspringen. Was? So. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas resettet hat, seitdem ich... Guckt mal, hier ist wieder ein Rucksack. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ein lecker Trank und 13 Gold. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Also der ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen.
Stopp mal, ist das der, den ich suchen will? Nein, das ist er nicht. So, dann gucken, fragen wir nochmal hier Herrn Bosper nach. Aha, Moment mal, ich speichere mal ab. Ahne was. Ist das wirklich wahr? Nochmal wegen der Wolfsfälle. Okay, das habe ich ja schon angesprochen. Ich will, bevor ich dich. So, das kennen wir ja schon. Dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du sollst dir hier nicht meine Ware ansehen. Du sollst mir die Felle besorgen. Also sieh zu. Aha. Jetzt kann ich bei ihm nichts kaufen. Ich will bei dir. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Aha. Wir können nur abwarten. Ja, da kann ich ja nur fragen, wie man wegen der Woske. Das ist eine schlimme Sache. Gucken wir mal eben kurz ins Logbuch. Fälle für Bosper. Ja, 6 Wolfsfälle. Ach so, die muss ich natürlich erst holen, ihm geben und dann kann er mir was beibringen und dann kann er mir erst auch Ware verkaufen. Ist das wirklich wahr? Das ist ja jetzt aber fies. Das ist. Die Probleme, ich kommen sehen. Das ist dull. Sorry, dass ich das so sage. Ich suche doch so ganz speziellen People. Ach, dann werde ich doch einfach mal irgendwo pennen. Fährt keiner was. Und zwar bei Matteo. Er hat ja 2 Bettchen. So, oder? Vielleicht treffen wir ja diesen bestimmten Menschen, der diesen Spiegel hat, wo man sich dann angucken kann. Der müsste eigentlich Narziss heißen, aber in Gothic-Spielen gibt es keinen NPC, der Narziss heißt. Und der uns einen Spiegel verkauft. Nein, ist er nicht. Der Rucksack, ja, das ist neu. Ah, schaut einmal, look. Der Torben. Eine neue Animation. Holzhacken. Ey, cool. Das ist eine schlimme Sache. Er nimmt ein Stück Holz. So. Und dann ganz cool lässt er so ein bisschen die Axt runterrutschen, bevor er zuschlägt. Sehr geile Animation. Sehr geil. Sehr cool. Coole Sache, Torben. Ja, okay, gibt's nichts Neues. Ja. So, Pablo. Reinhard. Hier drüben ist doch irgendwie noch eine Frau. Die Gritter hier. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Und es ging ein in Belias. Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Okay. Ich habe das noch ein bisschen anders in Erinnerung, aber vielleicht kommt das noch. Gucken. Kann man hier was nachlesen? Jagd und Beute. Was heißt da? Jagd und Beute. Stärke, Geschick. Ich weiß jetzt nicht, was ich bekommen habe. Das ging zu schnell und manchmal kann man das auch nicht so lesen. Auf jeden Fall habe ich Erfahrung bekommen. Das ist auch schon mal gut. Mal gucken, ob derjenige entsprechende auf der Suche nach dem Spiegel, werde ich es wahrscheinlich nennen. Derjenige... Nee, da brauche ich noch nicht hin. Derjenige zu finden ist mit dem Spiegel. Der arme Kerl kann einem leid tun. Der erzähle ich gar nichts mehr. Gucken, vielleicht hat Watras noch irgendwas für mich. Hey, du! Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Mich fragt ja keiner. Nö. Erzähl mir über die Götter, kannst du mich heilen? Wer sagt denn sowas? Nee, ich habe ja eben geschlafen, da geht die Heilung ja automatisch. Möglich ist alles. Ja, doof jetzt. Gucken, vielleicht ist da irgendwo hier drin. Bürger und eine Frau. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Nee. Und Inos. Leider nicht. In seiner Weisheit tat. Wer erzählt denn sowas? Ja, ich glaube, der muss unten im Hafenviertel sein. Da gehen wir auch gleich runter. Ich glaube da nicht dran. Aber. Oh. Altram. Ringaru vielleicht? Der erzähle ich gar nichts mehr. Okay. Na? Was willst du? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Haben wir ja schon abgearbeitet. Eigentlich. Er
redet einfach zu viel. Nee, ich wollte Ware haben. Zeig mir deine Ware. Ich habe was anderes gehört. Okay, er hat keinen Fleischwanzenzauber. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder. Aber dafür habe ich Schlaf, denke ich mal, ne? Licht, leichte und. Ich glaube da nicht dran. Ich habe keinen Schlaf. Das ist aber sehr komisch. Ja machen. Das ist mal wieder typisch. Jora. Das ist ja schrecklich. Arkon. Gucken. Und es wird noch viel schlimmer. Ah, wegen des Diebes. Und es wird noch viel schlimmer. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Was du nicht sagst. Oh, bin noch an der Sache dran. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich bin noch an... Dann sieh zu, dass du mein Gold wieder beschaffst. Ja, das meinte ich ja. Ich habe ihm das Gold abgenommen, 50 Gold, und irgendwie stimmt hier was noch nicht. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Und es wird noch okay. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir, ich glaube Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Ja, sowas Bescheuertes. Ach ja, Harad. Harad hat mir von dem Banditenüberfall erzählt. Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben, eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Harad. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Ja, nur Waffen. Okay. Hier steht ja unser Kumpel Matt. Der bleibt auch. Und da gucken wir mal eben, was wir hier haben. Wenn ich zum Beispiel sage, komm mit. Komm mit. Jetzt, wo du bei mir bist. Ja, das ist schön. Das weiß doch inzwischen jeder. Brauchte ich nicht mehr? Moment mal, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, da war was Neues. Ich brauche dich nicht. Klar. Jetzt ist er sauer. Ich habe was anderes gehört. Komm mit. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Wer sagt denn sowas? Sehr gut, also jetzt haben sie die alten Gothic 1-Konversationen mit reingebracht. Sehr gut, finde ich gut. Das ist das Ganze, was macht das Ganze authentischer. Mal gucken, was ich brauche dich nicht mehr. Was es noch für Geschichten gibt. Komm mit. Dir erzählen. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Okay, jetzt ist er nicht so stumm. Jetzt ist er lebendiger, finde ich. Und finde ich auch gut. Ich brauche klar. Okay, ich will das jetzt mal durchgehen. Komm mit. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Ja, und kuscheln oder was? Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, Matchstufe aktualisieren, Charakterprofil einsehen. Warte, hier geht zurück zum Markt, außer Sicht. Wenn außer Sicht weiter, okay. Level Change, nur in der Nähe. Komm mit, richtigen Vorgang, Heiltrank geben. Okay, Level Change, was gibt's denn hier? Okay, gibt's noch nichts. Da muss ich mich noch ein... Ich brauch dich nicht mehr. Da muss ich mich noch ein bisschen einfinden, wie das hier funktioniert. Der neue Matt. Der neue Matt kann jetzt sprechen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Sagt denn Wache. Trotzdem finde ich den Typen nicht. Schlimme Zeiten sind das. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt zum Marktplatz und gucken uns da ein bisschen um. Wer erzählt denn sowas? Wenn ich es nicht mit nehmen wir mal hier den normalen Weg.
Ihm müssen wir noch eine Ork-Waffe besorgen. Was willst du? Richtig griesgrämig. Oh weia. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Meldor. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, frage ich nochmal, was es Interessantes hier zu sehen gibt. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt es einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Aha. Das ist mal wieder typisch. Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Er redet einfach zu viel. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Ich habe was anderes gehört. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier, vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Er erzählt alles weiter. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar, und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne, ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt's noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Ich glaube, dann. Also kann man sich hier kloppen ohne Ende. Ja, die Zeit ist schon wieder leider abgelaufen und wir werden uns im nächsten Teil, das dürfte die Folge 8 sein, weiter auf den Weg machen, auf die Suche nach dem Spiegel und sehen, was hier noch im Hafenviertel Aufregendes passiert. Also, ich bedanke mich. Achtet auf die, aktiviert die Glocke und gebt mir einen Daumen und empfehlt mich weiter. Wir sehen uns. Ciao.